Barriere. Es gibt auch Dummies für Geräte. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die tatsächliche Barriere ist erheblich breiter, 1 Meter durch eine Verschraubung. Und die Haut, die auf dem Fahrzeug nun mal drauf ist, bilden wir ab durch dieses Bauteil, das jetzt hier auch nur einfach geklettet wird, sodass dann im Querschnitt das Bild entsteht, was... Es gibt bis jetzt keine Vorschriften, wie Stoßfänger aussehen müssen und wo sie sein müssen insbesondere. Das heißt, wir haben hier das erste Mal einen Test, bei dem auch vorgeschrieben wird, in welcher Höhe über Grund ein Stoßfänger sein muss, welche Ausdehnung ein Stoßfänger in seiner eigenen Größe haben muss, sodass wir hier erstmalig eigentlich ein solches Kriterium haben. Hier sehen wir jetzt den Versuchsaufbau noch zusammenstehend, das Fahrzeug, bevor es zurückgeschoben wird. Wir haben hier einmal die Barriere, die metallischen Teile, die Kunststoffteile, die da drauf gesetzt werden. Und wir haben hier das Fahrzeug mit seiner Stoßfängerhaut. Wir haben die Stoßfängerhaut, damit man mehr sieht, hier ausgeschnitten. Und man sieht dementsprechend hier drunter das Crash-Management-System, das wir gelb lackiert haben, damit man es auch klar erkennen kann. Einmal den Stoßfänger-Querträger vorne und die Crashbox, die dahinter sitzt. Und die beiden zusammen sollen diese Energie aufnehmen. Wir sind überzeugt davon, das Richtige gemacht zu haben, und es hat sich hier im Crashtest auch bewahrheitet. Die Audi-Stoßfängersysteme sind für diese Anforderung richtig ausgelegt. Der ERK-Bumpertest ist Bestandteil der Audi-Anforderung und wird für jedes Fahrzeug bei der Entwicklung mit herangezogen.